öffnen und Büchse. Komme ich denn da hoch? Bestimmt durch den Spalt da, hm? Mein Lichtlein, was mich ja sonst immer gefolgt hat, ist ja nicht da. Häng fest. Knister so komisch. Alles, was zu bedeuten? Ich leuchte so komisch. Ja. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Wo geht's hier lang? Hier geht's im Turm hoch. Und ich leuchte wieder wie Hulle. Die Umgebung sieht richtig cool aus. Guck mal, da ist noch so ein. Gut. Das da hinten. Nee, da rutsche ich runter, da komme ich nicht mehr hoch. Ich nehme es mit denen gut hier. Schade, dass ich mich nicht verbeugen kann oder so. Gut, ich bin ja nur ein Fuchs. Da ist auch noch jemand, da gehen wir gleich als nächstes hin. Wir gucken uns das mal hier um. Hallo, ihr drei. Guten Tag. Geht denn hier ab? Hier ist was Schönes. Okay. Kann ich hier irgendwas machen mit dem Fuchs? Nee, ne? Nee, der ist nur da zur Deko, okay. Ich wollte eigentlich mal zu dem noch da unten. Hm. Hier ist doch noch einer. Guten Tag. Ich glaube, jetzt bin ich den Turm einmal umrundet, oder? Genau. Gut, hier sind noch welche, also muss ich jetzt hier runter. Ach nee, ich dachte, ich rutsch runter. Ach, da geht's weiter. Hallo. Hier ist kalt. Da kann ich mir gut vorstellen. Als Geist kann einen sehr kalt werden. Hier ist noch was. Den aktivieren wir natürlich. Nee. Kann ihn nicht aktivieren, okay. Hallo Lichtlein, da ist es ja. Bleib stehen. Ich krieg dich, ich krieg dich. Hier ist es. Hier oder was? Ja, Tatsache. Aber ich will erstmal was machen hier. Ich will mich erstmal umgucken. Also eins muss ich die Leute lassen, die stehen auf Füchse. Ich glaube, das hat was mit der Geschichte zu tun, die ich nicht richtig kapiert habe.
Was ist hier los? Hallo? Kann ich mit euch quatschen? Nö. Hä? Kann ich mit denen irgendwas machen? Nee, B geht nicht. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was ich aktivieren muss. Bestimmt der Fuchs! Vielleicht fehlt hier noch irgendein Stein, den ich aktivieren muss. Oh! Habe ich doch gesagt, es fehlt ein Stein, den ich aktivieren muss. Den habe ich gar nicht so registriert. Soll ich mich hier dazwischen stellen? Wir gehen mal weiter. Also haben sie ihn wiederbelebt sozusagen. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Ach, du verfolgst mich. Okay. Kommst du mit? Cool. Ich komme nicht hoch. Kommst du mit? Tatsache, komm. Wir laufen mal eine Runde zu zweit. Läuft der mit? Ach nee, der läuft nur so mit. Okay. Den Tunnel der Liebe, oder? Naja, der Tunnel der Liebe wird es mir nicht sein, aber egal. Wie cool. Kommt er mit? Ah doch, er kommt mit, er hält meine Geschwindigkeit, okay. Nicht, dass ich jetzt einfach ohne ihn weiterlaufe. Das muss auch nicht sein. Ui. Der wird sozusagen das Nordlicht. Jetzt latschen wir jetzt die gesamte Umgebung hier lang, oder was? Okay. Gut, unser Dude ist auch wieder am Leben, sozusagen. Also je lebendiger, desto besser, ne? Ist es von unserer Reise vorbei. Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Du stehst nur da. Und was nun? Geronimo! Bleibst du da oben? Ah ne, da bist du. Okay.
Hier ist was. Ist es nicht der gleiche Weg, den wir auch so gegangen sind? Kommt mir so bekannt vor, der Weg hier. Haben wir irgendeine Mission? Oder dürfen wir jetzt hier nur in dem blauen Gewand hier rumlatschen? Wo ist er denn hin? Da ist er. Okay. Warum nimmst du... Warum... Moment. Er kann nicht dashen. Warum kann der aber nicht dashen? Okay. Warte mal, da ist noch was. Kann ich jetzt einfach zurück? Irgendwas ist mit X. Ach, ich sollte so zurück. Hier, deswegen konnte ich nicht dashen. Nee, den ganzen Weg nochmal laufe. Oh, Kapitel 8. Okay. Zumindest das Blaue ist weg. Sehen, was er will. Häng fest, ich will ihn verfolgen, ich will ihm folgen. Wir leuchten jetzt beide. So, ich überhole ihn hier fast. Kapitel 8 wird bestimmt ein sehr kurzes Kapitel werden. Sind denn diese Pilzsporen? Ist das irgendeine Krankheit? Das erinnert mich irgendwie so richtig an Stray. Diesen komischen Bazillen, ne? Okay, ich soll mich hier draufstellen, bestimmt.
Naja, Y. So. Y und zack. Und? So, kann jetzt Lichter machen. Was du? Oh, es ist vorbei. Das, ich finde das sogar gut. Okay, das war The Spirit of the North. Wunderschönes Spiel, also ich kann mich jetzt. Oh, das sieht noch schöner aus. Kann mich jetzt nicht beschweren. Das Einzige, was ich bisher. Man hätte mindestens ein paar mehr Tiere mit einfügen können, wenn da nur ein Hasen umher war, bitte. Ich weiß, es soll eine apokalyptische, leere Welt darstellen, aber. Ein paar Tiere mehr hätten nicht geschadet. Die Welt aber trotzdem wunderschön. Die Musik wunderbar herrlich. Und wo ist denn der Dude jetzt hin? Ach, da bist du, okay. Von der Geschichte, nee, gut. Ich habe die Geschichte nicht kapiert. Aber trotzdem, wunderschönes Spiel. Also zum Erkunden lädt es auch ein, auch wenn es nicht viel zu erkunden gibt, sozusagen. Ich finde es bloß schade, dass ich die ganzen Dudes nicht gefunden habe, aber manchmal, naja. Aber trotzdem ein wunderschönes Spiel. Ich habe es ja kostenlos auf Epic Games bekommen. Ich glaube, es kostet 12, 13 Euro. Ich will jetzt hier nichts sagen. Also auf Steam zumindest, soweit ich weiß. Und ja. Ich sag jetzt schon mal Ciao und Miau und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Ciao, ciao.